Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal, meine Damen und Herren. Healthy. Ihr seht es bereits im Titel eingeblendet, Freunde. Ich versuche heute 24 Stunden lang mit nur einem Euro zu überleben. Was war das für eine Scheißidee? Ich habe Videos aus Amerika gesehen, wo Leute das mit 10 Dollar gemacht haben, mit 5 Dollar gemacht haben. Doch ich habe mir gedacht, ich mache das Ganze mal mit einem Euro. Ich weiß nicht, ob das Ganze funktionieren wird. Allerdings finden wir das ja im heutigen Vlog raus, meine Damen und Herren. Die Sache ist, was wir dazu natürlich auch erstmal sagen müssen, das ist natürlich nur auf Lebensmittel bezogen. Weil wenn das jetzt noch auf Kleidung und so bezogen wäre, dürfte ja gar kein T-Shirt anziehen oder so. Weil wo kriegt man ein T-Shirt für 1 Euro? Oder auch beispielsweise Schuhe. So, also wir beziehen das nur wirklich auf Essen und Trinken. Das heißt leider, sowas darf ich heute nicht trinken. Cheers. Schön verkalktes Kölner Wasser. Das Traurige ist halt auch, wir waren vor ein paar Tagen richtig krass einkaufen und haben hier noch so unfassbar viele Pizzen. Wir haben hier alles Mögliche voll, das komplette Tiefkühlregal. Wir haben hier vorne alles voll. Doch ich darf's alles nicht essen. Nicht mal Pfeffer hier darf ich essen. Ich hasse Pfeffer eh, also von daher ist es relativ egal. Listening to the ocean. Okay. I love nature. Oh my gosh, look at this beautiful plant. Ist einfach Plastik. Allerdings, apropos Pflanzen, Freunde. Viele Leute haben in die Kommentare geschrieben, yo, Luca, du wolltest doch im letzten Vlog zeigen, was mit den fleischfressenden Pflanzen geworden ist, etc. pp. Naja. Also seht einfach selbst. Bei dieser großen hier ist einfach Wasser ausgetreten aus diesem Blumentopf. Also da habe ich wohl einfach einen beschissenen Blumentopf gekauft. Shoutout Ikea an der Stelle. Und diese kleine hier steht zwar die ganze Zeit im Wasser, genauso wie es auf dem Zettel stand. Die ist aber trotzdem hier schon verwelkt und da, okay, das war schon vorher. Allerdings hat die auch hier vorne gar nicht diese Fliege angerührt. Die Mission fleischfressende Pflanzen ist, glaube ich, mehr oder weniger fehlgeschlagen. Hello darkness, my old friend. Falls ihr jedoch auch irgendwelche fleischfressenden Pflanzen, Venusfliegen, Fallen, Sarazenias, keine Ahnung, was zu Hause habt, könnt ihr mir mal gerne Tipps unten in die Kommentare schreiben, wie ich das Ganze eventuell doch noch irgendwie retten kann. Weil die sind mir schon ans Herz gewachsen. Allerdings würde ich sagen, dass ich jetzt erstmal duschen gehe, Freunde. Das darf ich, ne? Also, ja klar, ist ja keine Nahrung oder so. Doppelpiece. Wir haben gerade mal im Internet geschaut und dort steht, dass der günstigste Supermarkt, also der Supermarkt mit den, sage ich mal, günstigsten Produkten, mit denen ich mich heute über den Tag schlagen kann, tatsächlich der Aldi ist. Das heißt, da gehen wir jetzt mal hin. Wer hätte es gedacht, Freunde, der nächste Aldi ist tatsächlich 2 Kilometer entfernt in Köln. Hier ist einfach nur Rewe und Julis übrigens auch hier. We just arrived at Aldi Süd. Ich würde mir eigentlich voll gerne so einen Einkaufswagen holen, aber ich kaufe Sachen für 1 Euro ein. Also ich glaube nicht, dass ich den brauchen werde. Also hier gibt es halt direkt so Knäckebrot für nur 59 Cent. Es gibt Hamburger Hotdog-Brötchen. Hier auf hin, was geht? Ich verfolge gerade eine wichtige Mission. Ich muss heute einen Tag lang mit 1 Euro überleben. Ich weiß, dass das hart wird. Also bisher haben wir so eine Rahmsoße hier am Start für 39 Cent und wir haben solche Baguette-Brötchen, die kosten auch 39 Cent. Allerdings schauen wir jetzt noch mal bei den Nudeln und gucken, wie teuer die sind. Ich weiß, hat Aldi Nudeln? Kann es sein, dass du dumm bist? Also hier sind Spaghetti, die kosten 39 Cent und das sind, glaube ich, 500 Gramm. Ja, genau, hier 500 Gramm. Deswegen glaube ich, die Brötchen können wir zurückpacken. Kein Scheiß, ne? 500 Gramm Nudeln. Damit überlebst du easy einen Tag ohne Hunger zu haben. Das Problem ist jetzt gerade, ich dachte halt, okay, wenn die Nudeln 39 Cent kosten, vielleicht bezahle ich dann so 50 Cent für eine Soße oder so. Die kostet ja einfach 2,50 Euro. Dieses Balsamico irgendwas hier kostet 3,99 Euro sogar. Das heißt, ich esse dann wahrscheinlich heute Spaghetti mit Rahmsoße. 74 Cent. Leute, das war... Oh, Wespe. Wir gehen mal nach Hause und machen uns ein Festmahl. We're back home, ladies and gentlemen. Und mit uns zusammen natürlich auch die Spaghetti und die Rahmsoße. Ich weiß immer noch nicht, wie das zusammen überhaupt schmecken soll. Allerdings, wie wir gesehen haben, war ja die Bolognese zu teuer und alles andere auch zu teuer. Ich habe mich jetzt tatsächlich dazu entschieden, einfach von diesen Nudeln und der Rahmsoße den ganzen Tag über zu leben. Und da ich heute noch nichts gegessen habe, würde ich sagen, koche ich auch jetzt erstmal direkt. Möchtest du auch Spaghetti mit Rahmsoße? Mega gerne. Alles klar, ich koche für uns. Bumchaka, bumchaka. Hier sind jetzt also die Nudeln drin vom Aldi und hier ist die Rahmsoße drin. Also das hier wird jetzt mein Morgen-, Mittag- und Abendessen sein. So sieht mein Menü jetzt hier zum Morgen aus. Also einfach diese Nudeln mit dieser Soße. Die Soße hat tatsächlich so eine Konsistenz wie so Karamellsoße. Aber ich glaube, die wird nicht ansatzweise so nice schmecken. Salz und Pfeffer hier darf ich nicht verwenden. Ich brauche erstmal noch was zu trinken. Immer noch richtig eklig.
Niklas. Also die Nudeln kleben auf jeden Fall hart aneinander. Das liegt daran, dass ich ja auch kein Öl oder Salz oder irgendwas verwenden durfte. Aber ich bin gespannt. Völlig in Ordnung. Ehrlich gesagt, genauso wie jetzt Nudeln aus dem anderen Supermarkt für 2 Euro oder so. Das Ding ist, bei der Soße sind noch einige Stückchen drin. Ich meine aber, okay, was will man für 39 Cent Nudeln und ich glaube sogar nur 35 Cent Soße, Rahmsoße erwarten? Aber Leute, da war irgendwas Hartes. Es schmeckt auf jeden Fall echt okay. Also ich hätte es mir wirklich viel, viel schlimmer vorgestellt. Wirklich vollkommen okay. Also ich habe hier jetzt gerade schon aufgegessen, Freunde. Und Jula hat auch mal probiert und fand das so nice, dass sie sich jetzt noch selber eine Schale damit macht. Also, ey, wir hätten nie gedacht, dass das wirklich so gut schmecken wird. Ich meine, Spaghetti mit Rahmsoße, what the fuck, was sind wir für Menschen? Ich meine, hier schaut euch das mal an und dann so von der Konsistenz, das sieht echt aus wie so ein, weiß ich nicht, so eine Mischung aus Mangosorbet und Karamellsoße. Es ist aber Rahmsoße von Aldi. Aufgegessen haben wir, meine Damen und Herren. Hier mein Teller, die Nudeln sind leer, in der Soße ist noch ein bisschen was drin. Die Sache ist, es ist gerade so, wie spät ist es gerade? 14 Uhr? Ja. Oder irgendwie so. Es war meine erste Mahlzeit, weil ich bisher heute gehungert habe, weil ich gedacht habe, 1 Euro könnte schwierig werden. Aber es war echt lit. Und die Sache ist halt auch, Jula hat jetzt auch nochmal eine kleine Schale gegessen. Wir haben halt wirklich noch mehr als die Hälfte von den Nudeln übrig. Obwohl ich halt allerdings heute auch noch 10 Stunden irgendwie überleben muss. Allerdings muss ich jetzt erstmal ganz kurz etwas im Bad reparieren. Und zwar ist hier im Bad, meine Damen und Herren, hier ein alter Schwede ist das heiß hier. Also hier vorne in der Dusche ist dieses Ding hier, wenn man so ein bisschen rüttelt, ist ab. Und das ist ein bisschen blöd. Deswegen kommen wir nun zu Lukas Handwerksstunde. Zunächst einmal holen wir uns natürlich hier aus der Ecke den schönen... Da habe ich direkt das nächste, was ich reparieren kann. Dieser Ikea-Schrank ist gerade irgendwie halt zusammengekracht. Aber das soll heute nicht das Thema sein, sondern wir kümmern uns natürlich um diese Dusche mit diesem Handwerkskoffer. Tada! Da ist eine Menge Krams drin. Erstmal gucken, was wir hier bei der Dusche überhaupt für ein Dingens haben da unten. Keine Ahnung, was das ist. Ah! Jetzt bricht ja auch noch halt die Scheibe zusammen, oder was? Ene mene miste, es rappelt in der Kiste, ene mene meck und du bist weg. Der müsste passen. Nee, geht doch nicht. Aha! Es funktioniert! So! Geht, hält, ab! Hä? Tada! Handwerker Luca, this is a great job. Also das Ding hier ist heile, das hier ist heile, das ist heile. Mich verarschen. Dich da vorne mache ich ein andermal, aber sonst ist die Dusche jetzt eigentlich wieder... Die darf ich nicht vergessen. So. Und jetzt mache ich erstmal einen Nap. Einige Zeit ist vergangen, Freunde. Ich habe gerade wirklich ein bisschen gepennt. Oh, du Scheiße, wie sehe ich denn aus? Ich habe schon wieder ein bisschen Hunger. Aber das versuche ich gerade noch mehr oder weniger zu unterdrücken, weil wir ja nicht mehr so viele Nudeln haben. Obwohl, wir haben noch mehr als die Hälfte übrig, ne? Es ist auch mittlerweile schon wieder 19.05 Uhr, also so eine kleine Portion Nudeln kann man auf jeden Fall mal wieder essen. Die Sache ist nur, ich muss noch mal kurz in den Keller gehen, hier unterm Haus, weil ich ein paar Sachen runterbringen muss. Ach, ich hasse Keller. So, das Bällebad ist jetzt abgebaut. Hier in meinem Wohnzimmer sieht es jetzt auf jeden Fall wieder ein bisschen leerer aus, so wie mein Magen. Ihr seht schon, es ist dunkel draußen, das heißt, ich koche jetzt mal wieder. Was kochen wir denn heute, Jule? Mit Rahmsoße. Yes! Nein, Hamburg führt gegen Bielefeld. Aber wenigstens kocht Jule für mich. Ich küsse dein Auge. Ja, ich glaube, dieses Pflanzenprojekt können wir echt in eine Tonne schmeißen. Es tut mir sehr leid, geliebte Satzenia und Venusfliegenfalle, aber ich glaube, ich bin nicht... der Mensch, der für echte Pflanzen gemacht ist. Aber ich bin dafür gemacht, einen ganzen Tag mit nur 1 Euro zu überleben. So wie es aussieht, haben wir sogar noch Nudeln übrig, weil wenn ihr jetzt hier mal schaut, das hier ist die Packung. Also ich habe 400 Gramm, würde ich sagen, gegessen und 100 Gramm sind sogar noch übrig. Ich glaube, eine Portion Nudeln hat so circa 100 Gramm, deswegen habe ich dann heute locker so 4 Portionen Nudeln gegessen, aber halt verteilt auf 2 Portionen und dazwischen habe ich halt gehungert. Also was heißt gehungert? So, mein Magen hat ein bisschen geknurrt. Eine zweite große Mahlzeit hier jetzt heute, Freunde. Wieder Nudeln mit Rahmsoße, ich meine, was auch sonst. Ja, wäre gut. Also Real Talk, ich hätte halt nicht gedacht, dass Nudeln mit Rahmsoße so gut sind.
Hab aufgegessen. Kurzes Update, Freunde. Es ist mittlerweile 23.32 Uhr, also 23:30. Das heißt, 23,5 Stunden habe ich heute schon geschafft mit nur 74 Cent. Ich meine, ich habe es mir natürlich relativ einfach gemacht. Ich habe einfach eine große Packung Spaghetti gekauft, einfach irgendeine günstige Soße und halt Wasser aus dem Leitungshahn. Was hättet ihr eventuell anders gemacht? Wärt ihr vielleicht sogar mit weniger als 74 Cent ausgekommen? Schreibt mir gerne in den Kommentare. Ich hätte einfach einen Tag gefastet und 0 Cent ausgegeben. Sehr gut, Bruder. Nee, Real Talk, ich fand's mal cool, das Ganze zu testen. Andere YouTuber haben das auch gemacht mit 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro und in Amerika auch ganz, ganz viele. Die Sache ist nur, ich wollte es selbst schon für mich herausfinden und ja, hat es euch gefallen, lasst ein Like da. Im nächsten Vlog übermorgen werde ich eine Challenge machen, für die mich der liebe Simon Will nominiert hat. Und zwar ist es eine 1-Stunden-Challenge. Und zwar muss ich den ganzen Vlog innerhalb von nur einer Stunde abdrehen. Was soll ich in dieser 1 Stunde eventuell alles versuchen zu machen? Schreibt es mir unten in die Kommentare und jetzt verpiss ich mich.